Hallo liebe Leute und willkommen zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir, glaube ich, tollkühne Trapezräume fertig gemacht und ich gucke jetzt mal hier weiter. Hier fehlt uns noch der erste grüne Stern, habe ich immer noch nicht herausgefunden, wie der geht. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal munter und fröhlich weiter. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Hier fehlt uns noch der Stempel. Genau, da musste man sich vermultiplizieren. Hier haben wir alles und im Bowser Castle fehlt uns noch was. Ich würde sagen, machen wir erstmal hier weiter. Den Stempel komplett. Und dann schauen wir mal, dass wir da mal alles zusammenbekommen. Super Tanuki? Nee. Also ich will es jetzt eigentlich mal ohne Tanuki hinbekommen. Dürfte ja theoretisch möglich sein. Irgendwie. Tja. Boah, das war knapp. Wechseln. Genau. Wo geht's hier drauf? Was war hier? War hier das? Die Kirsche, genau. So, dann gehen wir hier mal durch. Das Rohr. Und weg. Hier rüber, hier rüber. Hier rüber. Da rüber. Ach, Mist. Mist. Nochmal. Mario ist zusammen. Und nach oben. Nein, mein Gott. Ist echt nicht so leicht mit den zwei Marios. Das ist so super genau timen, dass beide auf der Platte landen. Ist jetzt nicht gerade, was man es einfach so sagen könnte. Und hierüber. Und weiter. Gumbas weg. Oh Mann. Wieder mal näher zusammen. Jedes Mal, wenn ich hüpfe, variiert es. Das heißt, ich muss jetzt immer ein Jump hin und her machen. Und hier rüber. Jawohl. Geschafft. Und da hinten ist auch schon der Stempel, der was uns gefehlt hat. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt eigentlich bloß noch Level beenden. Und dann haben wir das auch erledigt. So. Dann hat man das Level jetzt auch, glaube ich, mit der goldenen Fahne komplett vollständig. Jawohl, sehr schön. Dann machen wir uns gleich mal auf ins Bowser-Schloss, weil da fehlt uns ja auch noch ein grüner Stern und der Stempel. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wo der Stempel war. Ich weiß gar nicht, ob wir den gesehen haben oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt einfach so aufgenommen, ohne dass ich jetzt da nochmal groß nachgeschaut hätte, wo was war oder wo was sein könnte. Aber mal aufgenommen, weil ich gerade Lust drauf gehabt habe. Nimm mal Glöckchen. Mau, mau. Du sagst es, Mario. Da. Wow, war knapp. Weg. Hier war ja nichts. Genau. Ich erinnere mich, da war nichts. Hier oben. Ihr Chuckis! Bau! Bau! Und weg. So, das hatten wir. Nein! Boah, wie gut, dass ich einen Katzenanzug anhab. das ist zum Wegporten. Die Hälfte haben wir gemeistert.
Ah, da war der Stempel. Und da hinten war auch dann in so einem Ding war ja auch dann der grüne Stern drinnen, wenn ich mich recht entsinne. Ah, ne, den haben wir schon sogar. Den hatten wir. Dann heißt das, wir müssen nochmal genauer nachgucken. Mist. In dem Augenblick verliere ich natürlich meinen Katzenanzug. Jetzt verliere ich auch meinen anderen Anzug. Jo. Der wird da oben drin sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Ach, das ist Mistviech. Das heißt Mistviech, ich finde es eigentlich ganz lustig. Putz. Und Putz. Na, komm her. Wow. Das war mies. Du komisches Etwas. Aber hier, K.O.-Schlag vom Mini Mario. Hui. Mit Zell Gold. Alles meins. Nein. Bin ich schnell genug? Mist. Ich habe eine Vermutung, wo er war, oder brauche ich den Katzenanzug? Finde ich nicht so toll. Nee, das finde ich nicht geil. Das finde ich überhaupt nicht geil. Und da fehlt uns auch noch die goldene Pfanne. Mist. Pow! Irgendwie hängt auch ein bisschen gerade die Aufnahme. Falls es so ist, entschuldige ich mich dafür, wenn es im Endprojekt auch so ist. Es sieht gerade danach aus. Muss ich da mal eventuell was beheben? Muss ich gucken. Muss ich gucken. Hier fehlt uns noch der erste. Ich weiß nicht, wo der da war. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir holen uns erstmal ganz, ganz schnell den Katzenanzug nochmal. Weil den brauche ich nämlich. Denke ich mal, für den einen grünen Stern, wo ich vermute, wo er ist. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass der da ist. Und ja, da hoffe ich halt dann auch, dass das da so ist. Schieße ich mich genau da rein in das komische schwarze Mistviech. Also ich hoffe jetzt bloß nicht, dass das jetzt so ist. So, du brauchst einen Katzenanzug. Hier haben wir ein Glöckchen. Sehr schön. Dann haben wir hier ja schon mal nochmal Mizi-Anzug. Was ich sehr schön finde. Blub. Blub. Sehr athletisch, Mario. Und es geht weiter. Weiter. Völlig frech geht's hier weiter. Und so. Dann hier rüber. Bam. An die Stange und an die Spitze. Yay! Sehr cool. Dip, 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 dip.
macht ja sehr gut schon mal. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Berserker Castle wieder zurück. Jetzt haben wir den Katzenanzug. Ich hoffe, ich behalte ihn. Damit ich da, wo ich es vermute, das ist kurz vorm Boss, kurz bevor man zum Boss geht, da habe ich sowas gesehen. Das könnte darauf deuten, dass da der grüne Stern ist. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, Leute. Ich hoffe, ich liege richtig mit meiner Vermutung. Das würde uns einiges erleichtern. Nochmal ein Kätzchen. Sehr geil. Oh, dann verliere ich es auch gleich wieder. Weil ich wieder gleich hier reinhüpfen muss. Das war ja wieder Skill pur. So. Abgekürzt. Ihr könnt's mich mal. Und hier. Und ich nehme mal wieder die Katzenabkürzung. Und hier rein. So. Die Hälfte hinter uns, Leute, geht recht zügig eigentlich. Ah, warum? Warum musste das jetzt passieren? Weil ich wieder zu schnell war. Das ist doch zum Kotzen. Hoffentlich ist jetzt da ein Kätzchen drin. Jawohl, jawohl, sehr schön. Und drüber. Wow. Ich spiele schon ein bisschen halsbrecherisch, muss ich sagen. Und zwar hier. Ja, genau, genau. Den Ansatz hat man nämlich gesehen. Und da habe ich jetzt vermutet, dass da der grüne Stern ist. Und da kommt es halt wirklich nur mit dem Katzenanzug nach oben. So. Dann hauen wir jetzt gleich nochmal das komische Etwas da ab. Wo eigentlich ganz niedlich ausschaut. Aber naja, es ist bösartig. Und wir müssen ihnen halt eine mitgeben. Und Butz! Die Nummer 1 hast du schon mal drinnen. Was ist? Lass es sein. Komm, Butz, 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 Butz. Ah, es liegt ja wieder so doof da. Komm, dreh dich auf. Und Butz! Ja, hau nur rum hier. Hast schon recht, du doofes Teil. Butz! Weg bist du. Arrivederci. Komischer Kasten. So. Seht jetzt eigentlich nur die goldene Fahne. Ich hoffe, vielleicht kriege ich sie mit Mario. Vielleicht. Ich weiß es nicht, muss ich gucken. Ob ich den Schwung. Jawohl! Sehr schön. Alles erledigt hier. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der komische Speedstern. Das ist das einzigste, was jetzt uns noch fehlt. Speichervorgang. Yep, was? Ja, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Haben alles. Hier auch. Und im Cooper-Ding haben wir auch alles. So, dann fehlt eigentlich bloß noch hier und ich habe hier keinen Schimmer, wo hier der erste grüne Stern sein soll. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich habe einfach keine Ahnung, wo hier der grüne Stern sein soll. Das ist doof. Mein Gott! Oh Mann! Wie lame! Wie lame! Wie lame haben sie denn das gemacht? Nachdem wir ja schon die goldene Fahne hier haben, jetzt haben wir das auch komplett, das Level. Oh Mann, hätte ich schon früher drauf kommen können, weil die Bodendings so
wie er kaputt war, so auffällig war gegenüber allen anderen Platten. Naja, Leute, jetzt haben wir es auf alle Fälle, was ich sehr, sehr geil finde. Wir haben hier alles erledigt. Ich glaube, das ganze Bonuszeug, das hatten wir auch schon komplett. Muss noch mal kurz nachgucken. Ich guck mal auf der Karte kurz nach, ob ihr uns irgendwo noch was fehlt. Aha, 5-B fehlt uns. Die Welt. Die haben wir noch gar nicht gespielt. Da ist ein grüner Stern drin. Du warst der Erste, das ist 5a. Aha, hier haben wir noch ein Rohr. Ah, und hier ist noch ein Hammer, Bruder. Den geben wir noch eine mit. Dann haben wir die Welt 5 komplett abgeschlossen. 100 Second. Au. Ja, das war ja jetzt sehr schwer, muss ich sagen. Also, das hat jetzt mein spielerisches Können übersteigt. Oh Mann. Wie einfach war denn das bitte? Das war jetzt schon sehr, sehr leicht, muss ich zugeben. Das war sehr leicht. Okay, dann geht's weiter. Lauf, Mini Mario, lauf! Also, wir überprüfen jetzt nochmal schnell, ob wir alles haben. Ja, wir haben alles. Das heißt, wir gehen jetzt in die nächste Welt. Yay! In Welt 6. Ein Himmellevel. Okay. Wenn ich ehrlich bin, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, also zumindest jetzt nicht in diesem Augenblick mit einem Himmellevel. Die Musik ist cool, gefällt mir. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Super Mario 3D World, weil ich jetzt kurz überprüfen muss, ob die Lags drinnen sind, und wenn, jetzt muss ich noch was verändern. Deshalb höre ich heute ein bisschen früher auf. Dafür wird der nächste Part ein bisschen länger. Bis dahin. Ciao, ciao und noch viel Spaß.